Hey, Ukulele Workout 53, Alicious Dog. Das hier sind die Hardcores, die Free Hardcores. Hardcore Workouts, das sind Workouts, die wir, also Übungen, die wir mal ein bisschen länger machen, 5 bis 15 Minuten, je nachdem. Hier an der Stelle fummeln wir mal an einer F-Dur-Skala, die ein bisschen speziell ist, denn sie kriegt nur 2 Töne pro Seite. Das ist ähnlich der Pentatonik, aber die Pentatonik besteht ja nicht aus 8 Tönen, sondern eben nur aus 5. 7 Tönen und 5. Jetzt wollen wir bitte nicht pingelig werden. Obacht! Das F spielen wir mit dem Ringfinger 5. Bund C-Seite. Jetzt geht die Tonleiter G. Das nehmen wir von der E-Seite 3. Bund mit dem Zeigefinger. Jetzt erstmal kommt das A. Mit dem Ringfinger würde ich das machen. Normalerweise würde man jetzt das B, B-Flat, hier mit dem kleinen Finger spielen. Aber jetzt in diesem speziellen Fall der Übung greifen wir das auf dem 1. Bund der A-Seite und hängen dann noch das C dran. So, jetzt haben wir eine komplette Tonleiter. Und man sieht schon, entweder ihr müsst hier die Lage wechseln oder ihr müsst mit dem Zeigefinger strecken. Eins von beiden. Und damit es wirklich auch 2 Töne pro Seite sind, hängen wir noch das E auf der C-Seite dran. Nochmal kurz zum Mitschreiben. Also, wir fangen mit dem Mittelfinger an. E, F. Jetzt Zeigefinger aufs G. Jetzt Fingersatzvariante 1. Der Ringfinger geht weiter. Jetzt streckt ihr den Zeigefinger und greift das C mit dem Mittelfinger. Variante 2 wäre, ihr zieht die Finger zusammen, der kleine Finger kommt aufs A, dann müsst ihr den Zeigefinger nicht so weit strecken und jetzt könnt ihr fast geschmeidig mit dem Ringfinger das C greifen, aber ihr könnt es natürlich auch mit dem Mittelfinger machen. Jetzt kommt der kleine Finger wieder rüber, ihr müsst jetzt dran denken, den Zeigefinger wieder ranzuziehen. Wichtig ist jetzt erstmal an der Stelle, dass ihr euch für einen der Fingersätze entscheidet. Vielleicht macht ihr es kurz Pause, 3-4 Mal rauf, runter, sagt, so wollt ihr es machen. Und dann können wir jetzt mit der eigentlichen Übung loslegen. Auf die Plätze. Wir machen das mal schön in halben Noten. Und in der Mitte nach etwa 2 Durchläufen, halben Noten, steige ich auf die Viertel um. A 1, 2. A 1, 2, 3, 4. Das war Fingersatz 1. Oder halt eben den. Mal gucken, welchen ich benutzen möchte. Kleiner Finger zählt dran. Weil es so schön ist, machen wir einfach nochmal jeden Fingersatz. Also einmal mit dem Ringfinger. Und einmal mit dem kleinen Finger. Da reicht das mit dem schon fast nicht mehr. So, jetzt ein bisschen schneller. Wer will, macht das in Viertel. 2, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich möchte das mit dem kleinen Finger machen. Beide Fingersätze eine gute Sache sind. Wenn ihr von Noten spielt und euch die Fingersätze vorbereitet, dann ist diese hier mit dem kleinen Finger sehr wahrscheinlich die bessere Lösung. Wenn ihr improvisiert, geht das aber auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Und dann werdet ihr den anderen Fingersatz benutzen wollen.
Und ich glaube, den anderen Fingersatz nehme ich jetzt mal für die etwas schnellere. Two, oh, one, two, three, four. Jetzt wird es langsam schnell, nicht wahr? Two, oh, one, two, three, four. Aus Spaß an der Sache ändere ich den Fingersatz. Two, oh, one, two, three, four. Nehmt mal die andere Kamera, damit ihr euch nicht langweilig wird. One, two, a one, two, three, four. Na, mal gucken, wie viele das noch sind. Noch zwei Stück haben wir. One, two, one, two, three. Thank you.
Zeigefinger fühlt sich schon so ein bisschen cremig an, aber genau so ist gedacht. One, two, one, two, three, one. Von vorne. Ja, eine coole Übung, um ein bisschen so das Lagenwechseln, das Strecken vom Zeigefinger zu üben. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Wenn ihr mehr solche Übungen wollt, dann gibt es meine Ukulele-Workouts wöchentlich, dienstags 18.30 Uhr. Könnt ihr mal reinschneiden. Es gibt verschiedene noch freie Workouts hier bei YouTube. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Erzählt mir, wie es euch geht mit diesen Übungen. Wir sehen uns. Bis bald.